Hallo, ich bin André und das ist Bob und wir zeigen dir zusammen in dieser kleinen Serie alle denkbaren Schlagtechniken aus dem Krav Maga, aber auch aus anderen Selbstverteidigungssystemen und Kampfkünsten. Wir gehen dabei das Wie, Womit, Wohin und Warum mit dir durch und ordnen ein bisschen ein, wie sinnvoll diese Sachen sind oder wo es vielleicht ein bisschen exotisch wird. Wenn dir diese Serie gefällt, dann lass uns auf jeden Fall ein Like da und abonniere den Kanal, wenn du dich für funktionelle Selbstverteidigung und für Krav Maga interessierst. Wenn du Interesse hast an einer fundierten Trainerausbildung, dann guck hier in die Beschreibung. Da habe ich dir verlinkt, wo du uns finden kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, Bob und ich möchten mit euch überschätzte Schlagtechniken thematisieren. Sachen, die sich als urbaner Mythos gehalten haben und die gerne mal propagiert werden als tolles Selbstverteidigungsmittel von Leuten, die vielleicht gar nicht so die Erfahrung damit haben und da dem einen oder anderen Trugschluss aufgesessen sind. Was sind das für Sachen und gibt es vielleicht bessere Alternativen? Wir gehen mal vier ganz klassische Techniken durch. Technik Nummer 1 ist der Stoß mit so einer Gabelhand in den Hals. Es soll dann den Kehlkopf treffen und das ist definitiv natürlich ein empfindlicher Bereich. Also wenn das gut trifft, das kann definitiv Auseinandersetzungen beenden. Das kann sogar Leben beenden im Extremfall. Also insofern ist es jetzt nicht per se ineffizient, aber ich merke das schon am Bob hier. Jeder Zentimeter, wo ich hier ganz leicht nur nach links oder rechts mich vertue, geht mir hier ganz schön auf den Daumen. Und Bob ist so nett und bewegt sich jetzt überhaupt gar nicht. Ein Angreifer wird sich wahrscheinlich bewegen. Also das heißt, mit dieser Gabelhand könnt ihr eigentlich nur was werden, wenn er komplett still dasteht und ihr den überrascht. Also wenn ihr der Angreifer seid. Und ob ihr dann wirklich so eine extreme Technik machen müsst, ist so ein bisschen eine Frage, denn das kann in der Situation passen, muss aber nicht unbedingt. Also es ist nicht die absolute und ultimative Kampftechnik, denn der Hals ist auch schwer zu treffen. Wenn er aggressiv wird, dann nimmt er den auch nicht so den Kopf hoch wie Bob, sondern dann wird er, sobald er anfängt, eben körperlich zu werden, geht das Kinn auch runter. So, was wäre denn eine bessere Alternative? Was für Möglichkeiten gibt es jetzt außer dieser Schlagbewegung hier mit ähnlichem Effekt? Mein Vorschlag wäre, was ganz Einfaches zu nehmen, nämlich den kompletten Unterarm hier und den kompletten Unterarm einfach hier in einer Bewegung von unten schräg nach oben zu führen. Wenn ich da mal 3 cm zu weit links oder 3 cm zu weit rechts liege, das ist dann ziemlich egal. Im Gegensatz zum Daumen hier ist das verdammt unempfindlich. Wenn ich damit treffe, ist das ziemlich wirksam, trotzdem äußerst unangenehm für den anderen. Ich kann eine Menge Energie übertragen, selbst wenn ich komplett daneben haue und nicht mal ansatzweise den Hals treffe, sondern 15 cm weiter oben liege, ist das gar nicht so schlecht. Mach das mal mit dem Daumen, der bricht dir dann an der Stirn ab. Oder wenn ich 15 cm tiefer lande, immer noch besser und sogar gar nicht mal schlecht. Ziemlich mies, wenn mir das mit dem Daumen hier ausgefahren passieren würde. Oder mit der Hand hier. Boah, aua. Also, hier der Forearm Slam, also der Unterarmstoß hier als Mischung von Schlag und Stoß- und Rammbewegung. Sehr viel effektiver als hier diese Gabelhand mit ausgefahrenem Daumen. Was haben wir noch? Okay, die nächste Technik, die wir ein bisschen auseinandernehmen müssen, ist der Schlag auf die Ohren. Wird gerne bei Umklammerungen empfohlen und dann wird dazu gesagt in der Regel, dass dann die Trommelfelle platzen und der andere sein Gleichgewichtssinn verliert und hinfällt. Und das kann auch passieren. Aber Leute, wenn die in einer Auseinandersetzung sind oder Auseinandersetzungen haben wollen, haben ihre Hände dann irgendwann im Laufe der Geschichte oben. Wenn jetzt zwei Dinge auf einmal kommen, ist es für den, der das abkriegen soll, relativ einfach, mindestens eine Seite und eigentlich häufig auch sogar zwei, einfach nur durch simple Zuckreaktionen abzuwehren. Wenn ihr beide Arme gleichzeitig benutzt, dann sitzt da auch nicht viel Kraft dahinter, weil ihr ausschließlich eure Arme eben benutzen könnt, wenn ihr beide benutzt.
Wenn ihr stattdessen das Ganze nur auf einer Seite macht, dann könnt ihr den kompletten Körper, angetrieben über die Beine, fortgeführt durch die Rotation des Körpers und dann zusätzlich eben noch das, was der Arm leistet, in den Schlag reinbringen. Und wenn ihr hierbei nicht die Ohren treffen solltet und ein bisschen zu kurz den Kiefer erwischt, ist das relativ wirkungslos bei dem Doppelschlag, weil da eben nicht viel Kraft dahinter sitzt. Hier, das haut keinen um. Wenn ich aber eine Seite nehme und meine Rotationsbewegung des ganzen Körpers in diese eine Richtung bringen kann, dann kann ich mit dem Handballen auf dem Kiefer, wenn ich da treffe, Knockout produzieren oder wenn ich das Ohr treffe, eben auch. Es reicht auch, das auf einer Seite zu machen, da muss man nicht beide erwischen. Und das ist der effektivere Schlag und die effizientere Methode, weil es auch wahrscheinlicher ist, dass du das treffen kannst. Du kannst es auch besser trainieren in sparring-ähnlichen Übungen. Oder probier es mal aus. Mach mal ein Sparring und versuch mal jemanden so zu treffen. Es wird dir exakt kein einziges Mal gelingen. Okay, gehen wir die nächste Technik an. Was wird noch gerne empfohlen oder was ist so eine ganz klassische Technik? Das ist der Handkantenschlag. Auf den Hals oder dann ganz klischeehaft, wenn hier jemanden abgebeugt haben und dann ins Genick schlagen, um das Genick zu brechen oder sowas. Ja, das gehört in James Bond Movies oder dergleichen in eine realistische funktionale Selbstverteidigung nicht unbedingt. Warum? Hier haben wir relativ empfindliche Strukturen. Durch die ausgestreckten Finger machen wir uns da einfach verletzlich. Ja, das kann man abhärten und trainieren und so, aber es wird niemals so stabil und unempfindlich sein, wie eine einfache Hammerfaust. Und wir können exakt das gleiche Ziel angreifen, aber mit der Hammerfaust bin ich hier einfach unempfindlicher gegenüber eigenen Verletzungen an der Hand und den Fingern. Und ich habe ebenfalls bei der Hammerfaust hier meinen Unterarm noch als Trefferfläche. Also haben wir beim Handgelenk, beim Handkantenschlag prinzipiell auch, aber bei der Hammerfaust, ja, da haben wir einfach ein bisschen die gröbere Kelle mit der größeren Trefferfläche und weniger Eigenverletzungsrisiko. Und deshalb ist das jetzt für die Selbstverteidigung meiner Meinung nach die etwas bessere Technik. Dann haben wir noch eine vierte Technik und auch die ist sehr lieb gewonnen. Manche Kampfkünste machen das als ein sehr wichtiges Element und das soll man gerne auch weitermachen. Es geht mir jetzt nur darum, was man als erstes lernen sollte, weil es sehr effizient ist für die Selbstverteidigung und da gehört diese Technik nicht dazu. Es ist der Fingerstich mit der Speerhand. Das heißt, dass man hier seine Finger, dass man seine Finger hier ein bisschen zusammenlegt und versucht hier die Hand stabil zu machen und dann hier so mit dem Mittelfinger in das Auge eines Angreifers sticht. Und das Problem bei der Geschichte ist, dass man hier wieder ein gewisses Eigenverletzungsrisiko hat. Bei Bob hier kann ich das halbwegs machen. Aus zwei Gründen. Erstens, Bob ist einigermaßen weich. Zweitens, Bob bewegt sich nicht. Das heißt, ich kann hier relativ gut zielen, kann hier in das Auge pieksen, wunderbar. Wenn Bob aber anfängt, sich zu bewegen, dann werde ich manchmal auch die Stirn treffen. Und wenn er sich in dem Moment gerade nach vorne bewegt, dann kann ich sehr viel geübt haben, meine Finger stabil zu halten und abzuhärten. Die werden trotzdem kaputt gehen dabei. Das halten die nicht aus. Weil ich die jetzt hier gerade versteife und wenn jetzt hier eine Kraft dem entgegenwirkt, die zu groß ist, dann wird hier irgendwas nachgeben und das wird nicht der Schädel sein, eines der härtesten Knochen, die wir haben. Das werden eure Finger sein. Und ihr werdet nicht 100% sicher sein können, dass ihr nicht auch mal eine Stirn trefft, wenn ihr das in einer hochstressigen Situation einsetzt. Vielleicht bei schlechten Lichtverhältnissen, bei jemandem, der sich bewegt, der aggressiv ist, der euch auch schlägt und euch unter Druck setzt und psychischen Stress dabei verursacht. Da wird man nicht ganz, ganz so präzise sein wie in einem entspannten Training und noch nicht mal wie in einem anstrengenden Training. Und das macht das zu nicht der Optimaltechnik. Was könnte man als Alternative nehmen? Vorschlag. Um die Finger jetzt etwas zu schützen und die so zu positionieren, dass sie nachgeben können, wenn sie mal was Ungünstiges treffen. Haltet die doch so. Wenn hier jetzt eine Kraft kommt, dann können die nachgeben.
in eine Richtung, wo sie, die Hand quasi dafür schon prädestiniert vorgekrümmt ist. So kann man zur Not, ne, gegen einen harten Gegenstand auch mal schlagen. Probiert es aus mit einer Wand zu Hause. So habt ihr immer eine Grenze der Schlagkraft, wo ihr anfangt, dann irgendwann nur euch selber die Kapseln hier zu verletzen oder irgendwas zu brechen. So könnt ihr das relativ gut machen, auch gegen eine Wand. Und hier bei Bob, es ist einfach alle Finger ungefähr in Richtung der Augen. Irgendeiner wird schon treffen. Das ist dann eher auch machbar, wenn Bob sich ein bisschen bewegt. Zumal man dann mal das sieht überhaupt, ich mach's mal langsam, sich ein bisschen zurecht ruckeln kann. Ich kann also meine Hand nach vorne bringen und dann die Augen nachträglich quasi noch suchen, wenn ich nicht getroffen habe. Und kann mit der Hand im Gesicht bleiben und arbeiten. Die wird dann natürlich als nächstes weggezogen. Muss man gucken, was man weitermacht. Aber das ist die etwas sicherere und meiner Meinung nach etwas effektivere und bessere Methode, um Augen anzugreifen, wenn man das für nötig erachtet, als jetzt hier die Speerhand zu benutzen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über deinen Support freuen, indem du den Kanal abonnierst, das Video likest und auf die Glocke drückst. Abonnier das Ganze einfach. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis bald.